Hallo, liebe Mui-Piloten, wir haben Juli, das bedeutet ein neuer Monat, das bedeutet ein neues Q&A-Video. Das Handy ist gezückt, ich habe etliche Fragen von euch bekommen, 445, um genau zu sein. Ihr wisst, ich werde nicht alle Fragen rannehmen können und deswegen mache ich es wie immer so fair wie möglich. Ich skippe durch, ich habe mir vorher die Fragen nicht durchgelesen, das mache ich nie, weil ich möchte nicht persönliche Favoriten haben und so weiter und so fort, das wäre sehr unfair. Ich gehe mal zuerst die Top-Fragen durch und danach gehe ich ein paar neuere Fragen durch. So hat jeder eine Chance ranzukommen. Ich hoffe wirklich, dass ihr zufrieden seid mit diesem Video. Es macht mir wahnsinnig Spaß, eure Kommentare vorzulesen, darauf zu antworten. Wirklich, das ist jedes Mal so viel Fun. Und ich schneide hier auch nicht wild rum, weil warum? Das ist ein Q&A. Das ist so offen, das ist so spontan wie möglich. Und wir legen direkt los mit okay, mit Pascal55. Servus Eve. Servus Pascal. Meine Fragen sind, welche Art von Musik hörst du gern? Ehrlich gesagt, kommt es krass auf meine Stimmung an. Ich höre wirklich sehr, sehr, sehr viel unterschiedliche Musik. Wenn es darum geht, zu was von der Musik ich gerne tanze oder feiern gehe, dann ist es eher R&B, Hip-Hop, aber ich höre auch sehr gerne Rock. Ich bin nicht der gigantischste Techno-Fan, aber auch hier verstehe ich hier und da, dass es schon Spaß machen kann, wenn man auf so eine Party geht oder ging in der Vergangenheit. Ja, ich höre fast alles, ehrlich. Das ist so eine doofe Antwort, aber ich bin, wie gesagt, so ein Stimmungsmensch. Rock zum Beispiel höre ich am liebsten, wenn ich im Auto fahre, ja. Schaust du Animes? Und wenn ja, welche feierst du? Diese Frage kriege ich sehr häufig gestellt. Ich bin nicht der größte Anime-Fan. Ich habe nichts gegen Anime, um Gottes Willen, aber ich habe einfach mich nie wirklich damit befasst. Ein Anime, den ich allerdings kenne und liebe, das ist Cowboy Bebop. Den habe ich schon mehrfach geguckt und ja, begeistert. Total begeistert. Ups. Magst du Filme mit Louis Dauphine? Ja, nicht alle, aber manche. Ich mochte die Fantomas-Filme früher sehr gerne. Ich mochte ein paar von seinen Polizeifilmen. Dann gab es den einen, wo er ein Restaurant war, ein Restaurantbesitzer. Den fand ich cool. Rabbi Jakob, sehr cool. Ja, ich mag Louis Dauphine. Ja, sehr. Kennst du die Tekken-Filme, sowohl real als auch CGI? Ich glaube, ich habe mal die Realverfilmung gesehen und fand sie nicht gut. Randinfo, in Tekken 7 kann man liegen spielen. Hat man mir verraten, ja. Ich feiere deine Videos und hoffe, dass du nicht aufhörst. Ich hoffe auch. Schöne Grüße aus Österreich. Schöne Grüße zurück. Zwei Fragen. Wer war dein erster Celebrity Crush? Und kannst du mal ein Back to the Future Ranking machen? Liebe Grüße. Wer war mein erster Celebrity? Das ist eine verdammt gute Frage. Boah, mein erster. War es Prinzessin Leia? Wahrscheinlich Prinzessin Leia in Rückkehr der Jedi-Ritter. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte durchaus sein, dass es Prinzessin Leia gewesen ist in Cindy Crawford auch. Ja, ich glaube so irgendwie. Back to the Future Ranking. Vielleicht. Das sind nur drei Filme. Ich weiß nicht, wie spannend es ist, da ein Ranking draus zu machen. Aber ich möchte sie definitiv alle mal besprechen. Das kann ich dir garantieren, dass ich das irgendwann auch machen werde. Hier mal eine Frage, die sehr MCU-lastig ist, aber die werde ich auf jeden Fall auch vorlesen. Und zwar Styles Mikaelson, ist das richtig? Ich liebe deine Videos, danke, mach weiter so. Oft sind wir, besonders was Marvel angeht, einer Meinung. Ich hätte drei Fragen an dich, okay. Haben die Marvel-Serien etwas an deiner Konstellation deiner Lieblingsfiguren geändert? Nicht wirklich, gerade die Konstellation, die setzen gerade auf Einzel-Storytelling und das finde ich richtig gut. Ich bin überrascht, wie wenig man die natürliche Chemie von Sebastian Stan und Anthony Mackie benutzt hat für The Falcon and the Winter Soldier, was ich sehr schade finde, weil die beiden haben eine Chemie. Guckt man sich Interviews mit den beiden an und hat die paar guten gemeinsamen Szenen in der Show, fragt man sich, warum habt ihr die beiden nicht mehr zusammengepackt in einer Show, die The Falcon and the Winter Soldier heißt, was schade ist. Elizabeth Olsen und Paul Bettany, die funktionieren super zusammen, wirklich. Ich fand, die haben schon gut funktioniert in Infinity War. Aber WandaVision hat uns gezeigt, wie gut deren Chemie tatsächlich ist. Und Tom Hiddleston hat eine super Dynamik mit Owen Wilson. Das funktioniert für mich verdammt gut. Aber generell Konstellation, ich finde, diese Shows beweisen bis dato, dass es teilweise doch besser ist, Einzelgeschichten zu erzählen. Anstatt die
nächste große Crossover-Attraktion rauszuhauen. Solange man sich den Charakteren widmet und da spannende, gute Geschichten erzählt, dass wir diese Figuren besser kennenlernen, solange ist es besser. Es ist nicht gut, einfach nur einen Bombast zu haben, wo alle 2 Sekunden was explodiert und wir den nächsten Marvel-Film ankündigen mit einer Post-Credits-Scene. Ich mag diese intimeren Geschichten im Gesamten mehr. Und ich glaube, mittlerweile geht der Trend auch in die Richtung. Ich glaube, es geht mittlerweile vielen Fans so. Das erklärt auch den Erfolg von Joker. Das erklärt auch den Erfolg der Guardians of the Galaxy-Filme. Ja. Glaubst du, Loki wird wieder in den MCU-Filmen auftauchen? Nein, glaube ich tatsächlich nicht. Denkst du, dass Loki und Sylvie wirklich zusammenkommen? Glaube ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bitteres Ende für Loki haben wird, wenn die Serie zu Ende ist. Ich glaube, das war's dann für ihn. Glaube ich wirklich. Frühnachrichten fragt mich, welchen Film findest du schlimmer, The Last Jedi oder Jurassic World Fallen Kingdom? Enttäuschender war The Last Jedi. Bei Jurassic World Fallen Kingdom, das ist für mich der schlechtere Film. Aber es ist ähnlich wie bei Terminator. Ich hatte auch gar keine Erwartungen mehr. Ich liebe Jurassic Park, den Originalen. Das ist für mich wirklich einer der besten Filme ever. Und es ist auch einer der stärksten Steven Spielberg Blockbuster. Und ich werde einfach nicht warm mit den neuen Filmen, weil sie auch in eine B-Movie-Richtung gehen. Und Jurassic Park war kein B-Movie. Jurassic Park war ein Big Budget Science Fiction Action Adventure, der auch was auszusagen hatte. Und Fallen Kingdom ist Sharktopus. Brauche ich nicht. Sorry. Hier, Katharina Fischer fragt folgendes. Hallo Eve, ich wollte dich mal fragen, wie du eigentlich so Filme guckst. Bist du eher ruhig und machst dir deine Gedanken? Oder redest du auch mal vor dich hin, beziehungsweise zeigst du Reaktionen? PS, liebe deine Videos so sehr, mach weiter so. Danke dir, sehr lieb, sehr coole Frage, beides. Also wenn ich einen Film beim allerersten Mal gucke, dann bin ich richtig fokussiert und achte auch auf vieles, aber ich mache mir jetzt nicht irgendwie Notizen und so weiter. Aber klar, bei einer emotionalen Szene, wenn sie witzig ist, lache ich. Oder wenn ich es mit einem Kumpel gucke, lachen wir auch kurz und sagen, war das nicht witzig oder irgendwie sowas. Aber bei Filmen, die ich schon häufiger gesehen habe und aus dem FF kenne, da quatsche ich auch mal durch mit anderen Leuten. Natürlich nur mit Leuten, die den Film auch schon gesehen haben, weil ich stehe nicht drauf, mit jemandem einen Film zu gucken und dem alles kaputt zu machen, wer ihn noch nicht kennt. Ja, danke für die Frage. Simon Doberstein schreibt mich folgendes. Erstmal mega, was du hier abziehst. Echt Spaß, dich zu gucken. Danke dir, das ist sehr, sehr lieb von dir. Was denkst du über Avatar? Freust du dich auf die ganzen Fortsetzungen? Ich weiß, ich setze mich damit so ein bisschen in die Brennnessel, aber ich fand den ersten Avatar-Film etwas überbewertet. Ich weiß. Ich mag James Cameron sehr gerne. Er hat auch meinen größten Respekt dafür, dass er sich so viel Zeit mit seinen Filmen nimmt und immer so eine sehr eigene Vision verwirklicht. Doch ich finde, gerade Avatar ist einer seiner schwächeren Filme. Das ist nicht wie Terminator 2, das ist nicht wie Titanic. Ich fand ihn okay, aber die haben schon, das ist der mit dem Wolf-Tanz, das haben wir schon so häufig gesehen. Die ganzen Fortsetzungen, ich glaube, wenn es um die technologischen Aspekte geht, da freue ich mich sehr, weil James Cameron pusht immer, etwas ganz Neues zu machen, zumindest visuell, und deswegen bin ich da schon gespannt. Storymäßig, bis dato nicht wirklich. Was soll man zu Indiana Jones 5 denken? Deine ehrliche Meinung. Die ersten 3 Teile absolut mega. Ich bin nicht gehypt. Ich wäre gerne gehypt, aber Indiana Jones 3 war ein würdiger Abschluss für die Reihe. Ich glaube, Leute unterschätzen mittlerweile ein gutes Ende. Ich finde, alles hat auch ein Ende verdient. Und Teil 4 hat sich schon komisch angefühlt, aber da waren zumindest noch Spielberg und George Lucas am Ball. Der Film war trotzdem nicht gut, aber er hat Indy noch irgendwie geehrt. Ich habe Angst, dass Indy in Teil 5 das Luke Skywalker-Treatment kriegt aus The Last Jedi. Ich habe wirklich Angst davor. Gleichzeitig, es klingt so gemein, aber ich weiß nicht, ob Harrison Ford noch diese Stunts durchziehen kann, die er nun mal vor was? In den 80ern durchziehen konnte. Und er hatte so ein schönes Ende, dieser Charakter mit Teil 3. Ich
glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich glaube nicht, dass wir auf Teufel komm raus weitermachen müssen. Ich kenne viele Leute, die sich eine Friends-Reunion-Serie wünschen. Ich gehöre nicht dazu. Ich finde, Friends war perfekt für die Zeit, in der es stattgefunden hat. Ich möchte nicht sehen, wie Monica und Chandler mit 20-jährigen Kids irgendwie zu tun haben. Nein, es war ein gutes Ende. Belasst es dabei. Und das sehe ich ähnlich bei Indiana Jones. Wenn du in der Welt von Matrix lebst, wie würdest du reagieren und was würdest du machen? Nun ja, das kommt darauf an, welche Pille ich nehme, oder? Und ob man mir überhaupt diese Wahl stellt. Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch so häufig, was ist besser, es nicht zu wissen oder die Wahrheit zu wissen? Was ist besser? Wenn ich mir so angucke, wie die Leute in Zion da leben, ist gefährlich. Und den anderen geht's gut, weil sie nichts wissen. Und das ist ja das Spannendste an der Philosophie von Matrix. Ich möchte so gerne sagen, dass ich klar zur Crew der Nebukadnezar gehören würde und mich mit Agenten anlegen würde. Aber würde ich das wirklich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Wie geht's dir? mach weiter und bleib so, wie du bist. Vielen Dank, vielen Dank. Yoshi Kennig fragt, meine Frage, könntest du vielleicht Herr der Ringe Hobbit Rewatch machen? Würde mich sehr freuen, mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die Frage und den Vorschlag. Ich werde es machen. Dieses Jahr noch. Ich weiß nicht wann, aber ich werde es noch machen. Der nächste Rewatch ist bereits geplant. Das ist nicht Herr der Ringe. Aber vielleicht der danach. Ich habe auch Bock, das zu machen. Vielen Dank. Moritz Kecke möchte wissen, was ist deiner Meinung nach das beste Franchise-Finale? Avengers Endgame, Star Wars 9 oder Harry Potter 8? Für mich wird es immer Endgame sein. Schwierig. Endgame wäre ein super Finale gewesen, wenn es ein Finale gewesen wäre. Es geht weiter und das nimmt der Nummer für mich nach und nach trotzdem das Gewicht. Es ist nur ein weiterer Film. Leider. Ich weiß, ich mag Loki und WandaVision, doch irgendwie mag ich auch die Idee, einen Schlussstrich zu finden. Ich glaube, wenn man endlos weitermacht, verliert das irgendwann an Bedeutung. Und das möchte ich ungern sehen. Ich möchte ungern sehen, dass Leute einfach das Interesse verlieren an diesen Film. Aber es kann passieren. Ich sage nicht, dass es passieren wird, aber es kann definitiv passieren, weil Endlosigkeit ist doch nichts anderes als Sinnlosigkeit. Mann, war ich gerade philosophisch. Star Wars 9 war kein würdiges Finale für die Skywalker-Saga. Es war ein versöhnliches Ende für die Sequel-Trilogie, aber nicht für die Skywalker-Saga. Damit bleibt Harry Potter 8. Das war für mich ein wirklich gutes Finale, ja. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein paar Top-Comments durch. Und zwar, ein paar neue Kommentare durch, sorry. Und zwar, Glühbirnmann fragt, One Piece Real Action Serie oder wie das heißt. Ich glaube, du meinst Live Action Serie. Deine Meinung dazu, bitte. Ich mochte One Piece immer sehr gerne. Ich habe es früher wirklich gelesen. Ich habe irgendwann aufgehört. Aber ich habe es damals sogar diese Taschenbücher immer gelesen. Also das ist auch einer dieser Animes oder Mangas, mit dem ich groß geworden bin. Ich weiß es nicht. Sehr häufig sind diese Adaptionen nicht gut. Ich erinnere mich ungern an Dragon Ball Evolution. Wow, der Film. Eigentlich müsste ich dazu mal ein Trash-Video machen. Aber wer weiß. Mal gucken. Ich bin nicht gehypt. Ich bin aber auch nicht dagegen. Das ist meine ehrliche Meinung. Hier. Insabris fragt mich. Hey Eve, ich bin schon seit längerem Follower von Moviepilot, weil ich deinen Filmgeschmack sehr interessant finde. Habe ich nun ein paar Fragen. Erste, Casino Royale oder Skyfall? Casino Royale. Hat sich deine Meinung zu Alien Covenant oder Interstellar verbessert und verschlechtert? Ich glaube, die ist noch relativ gleich. Ich mag Interstellar. Viele Leute dachten, dass ich den hasse. Ich hasse den überhaupt nicht. Ich hasse keinen Nolan-Film. Ich fand ihn nur nicht so gut wie viele andere. Aber ich finde ihn durchaus einen sehr spannenden, ambitionierten, visuell beeindruckenden Sci-Fi-Film. Und Alien Covenant, der war nicht so weit unten in meinem Ranking, wie sich Leute es gewünscht haben. Aber bitte vergesst auch nicht, ich meinte nur, dass er besser ist als Alien vs. Predator 1 und 2, was keine Kunst ist. Dass er besser ist als Alien 3 und Alien 4, was für mich auch keine Kunst ist. Doch ich glaube, direkt danach kam er. Alien Covenant ist halt das standardmäßigste Standard, was man aus Alien rausholen kann, was schade ist. Die Charaktere waren so egal und waren einfach nur Futter für die Xenomorphs. Doch ich finde, Leute vergessen häufig die positiven Aspekte dieses Films. Erstens
Das ist ein Ridley Scott-Film und Science Fiction, deswegen sieht er visuell absolut beeindruckend aus. Und Michael Fassbender in seiner Doppelrolle war wirklich, wirklich sehr gut. Und auch die Idee, mal die Androiden in Vordergrund zu stellen in einem Alien-Film, fand ich cool, weil die waren schon immer Thema. Seit Ash in Teil 1 und dann Bishop in Teil 2 war das immer Thema. Es war mal sehr interessant zu sehen, was passiert, wenn man denen so das Spotlight gibt. Und ich finde, da hat der Film wirklich ein paar sehr gute, spannende Aspekte. Con fragt mich folgendes. Hey Eve, erstmal danke für die tollen Videos. Meine Frau und ich haben die Harry Potter Reise mit dir gemeinsam gemacht und es hat das Erlebnis der Reihe nochmal aufgewertet. Wow, vielen, vielen Dank, das höre ich gerne. Ich habe ein paar Fragen. Kannst du von Moviepilot leben oder machst du noch einen anderen Job? Nee, das ist mein Hauptberuf. Was wurde aus den Faktenflut-Jungs? Ich glaube Flips. Flips auf YouTube. Wie eng ist die Zusammenarbeit zwischen dir und der Redaktion, die Artikel schreibt? Bei Cruella gingen die Meinungen ja ziemlich auseinander. Und das ist auch vollkommen okay. Ja, in der Redaktion hat jeder und jeder hat seine eigene Meinung zu jedem Film und jeder Serie. Und wir müssen nicht alle die gleiche Meinung haben. Und das probiere ich auch immer wieder auf meinem Kanal zu sagen. Okay, das heißt, wenn ihr anders denkt als ich, gar kein Problem. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine, das ist doch Teil des Spaßes dieser Nerd-Gespräche. Wenn man sich so friedlich auch so ein bisschen gegenseitig debattieren kann. Das mag ich sehr gerne. Warst du schon mal in Saarbrücken? Hier gibt es schöne Kinos. Nein, war ich nicht. Tut mir leid. Liebe Grüße, Kai. Liebe Grüße zurück. Colin U. fragt mich folgendes. Wie findest du Schindlers Liste und könntest du mal ein Ranking zu den Planet der Affen-Filmen machen? Liebe deine Videos und mach weiter so. Vielen, vielen Dank. Schindlers Liste ist ein Meisterwerk. Das ist kein leichter Film zum Gucken. Es ist einer von Steven Spielbergs stärksten Filmen. Und ja, also Spielberg hat sowieso so viele Maßstäbe gesetzt, was ein Film alles sein kann. Wenn man Der Weiße Hai sich anguckt, dann wird jeder Hai-Film seitdem mit Der Weiße Hai verglichen. Wenn man sich wirklich heftige, aber auch authentische Historiendramen anschaut, werden sie mit Schindlers Liste verglichen. Zu Recht. Wenn man sich moderne Kriegsfilme anschaut, werden sie mit Saving Private Ryan verglichen. Zu Recht. Wenn man sich Dino-Filme anguckt, werden sie mit Jurassic Park verglichen. Zu Recht. Das heißt, Spielberg ist ein Meister und auch einer der besten Regisseure ever. Das Ranking der Planet der Affen-Filme werde ich sicherlich auch irgendwann mal machen. Ich muss gestehen, ich muss die Originalreihe nochmal gucken. Von den wirklich originalen Filmen habe ich nur noch den ersten gut im Kopf. Die anderen müsste ich nochmal sehen. Die neue Trilogie, diese Prequel-Trilogie, habe ich geliebt. Habe ich wirklich geliebt. Domse fragt, wirst du mal ein Video mit Behind machen? Finde ihn ziemlich gut und fände daher ein Video von euch beiden ziemlich interessant. Solche Fragen kommen häufiger auf. Machst du mal ein Video mit dem, mit Cinema Strikes Back, mit Behind und so weiter und so fort? Ich bin offen dafür. Ich bin sehr offen dafür, okay? Ich finde es generell cool, Videos auch mit anderen Leuten aus diesem YouTube-Filmspace, Nerdspace zu machen. Das macht wahnsinnig Spaß. Man muss nicht einer Meinung sein, aber ich finde es klasse. Also das heißt, ja, immer gerne, ich bin für sowas zu haben. Der Günni möchte wissen, wie wird dein Nachname eigentlich ausgesprochen? Arjevic. Okay, das ist auch eine coole Frage von Bünni. Hallo Eve, in eurem letzten Livestream wurde von einem Zuschauer ein Fantreffen angesprochen. Könntet ihr, sprich Sebastian, Andrea, Max und so weiter, euch vorstellen, etwas derartiges mal zu veranstalten? Könnte mir vorstellen, dass es auch außer mir noch einige andere gibt, die sich darüber freuen würden. Ihr seid immer Nummer 1 auf meiner Watchlist. Oh, danke dir, Günni. Das ist total lieb. Ich bin offen dafür. Wir sind alle offen dafür. Wir müssen immer nur wissen, wann. Und erst recht jetzt zur Zeit ist sowas sehr, sehr schwer. Deswegen, wir müssen gucken. Wir müssen wirklich gucken. Aber generell, ach, sorry, ich habe Günni gesagt. Ich bin ja so ein Idiot. Entschuldigung, Bünni. Ich würde das sehr, sehr gerne mal machen. Ich weiß nicht wann. Ich meine, damals hat es auf der Walker Stalker ganz gut funktioniert. Da haben wir einige von euch getroffen. Also nur Sebastian und ich. Es war saulustig. Wenn es sich irgendwann anbietet, total gerne. Das ist meine Antwort. Hier, weil es mal in eine ganz andere Richtung geht und mal was anderes als nur diese Blockbuster und so weiter Fragen geht. Ichi the Killer, habe ich es richtig ausgesprochen? Ich hau mal ein paar Fragen für die Horror-Nerds raus. Welchen Horrorfilm magst du am liebsten? The Shining. Ohne Frage.
Zweitens, was macht für dich, was macht Horror für dich? Was macht Horror für dich effektiv? Gore, Atmosphäre, Grusel. Ich denke Atmosphäre. Atmosphäre erzeugt Grusel. Okay, Grusel ist, wovor sich Leute gruseln, das ist immer die Frage. Ich eher von sowas Atmosphärischen, auch von wirklich gruseliger Inszenierung. Ich sag nur, Hereditary hat mich fertig gemacht. Gore nicht wirklich. Gore ist halt künstliches Blut, das rumspritzt. Okay? Das ist für mich nicht gruselig. Manchmal ist es ein bisschen eklig, aber ich bin auch nicht der krasseste Gore-Fan. Also ich habe jetzt kein Problem mit Gore, aber ich bin auch nicht so ein... Es gibt richtige Gore-Fans da draußen. Ich gehöre nicht dazu. Was war der brutalste, verstörendste Film, den du je gesehen hast und warum? Oh Gott. Oh Gott, wie gesagt, ich bin nicht so der Gore-Fan. Es gab irgendwie so einen Horrorfilm. Wie hieß der? Mit so einem Killer-Clown. Der war wirklich... so brutal und verstört. Ich fand den auch nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der war relativ neu. Das ist auch so eine neue Horror-Ikone, so ein Gruselclown, der Leute killt. Und es war wirklich, es war teilweise eklig. Ich grusel mich davor nicht. Ich sag so. Liebstes Horror-Franchise? Gute Frage. Gibt's unterschiedliche. Ich würde sagen, die Evil Dead-Reihe wahrscheinlich, obwohl die ja auch irgendwann Horror-Comedy wurde. Das finde ich ziemlich cool. Ich mag die Scream-Reihe. Ich mag als Guilty Pleasure die Freitag der 13. Reihe. Saw finde ich wirklich gut. Ist für mich auch mehr als nur Gore. Ja, das sind so die paar Antworten. Was ist für dich ein Tabu im extremen Horrorfilm? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, wenn es einfach nur noch eklig ist. Da stehe ich nicht drauf. Stehe ich wirklich nicht drauf. Ist nicht meins. Das war's erstmal. Würde mich freuen, wenn die Fragen es ins Video schaffen. Probiere es schon sehr lange. Tolle Videos und beste Grüße. Danke. So, jetzt machen wir bald Schluss. Ich nehme jetzt noch so drei Fragen ran und dann ist Feierabend. Und was nehmen wir zuerst? Dominik fragt mich, hey, ich verfolge deinen Kanal seit ungefähr einem Jahr und bin begeistert von deinen Ranking-Videos, daher möchte ich dir auch die Frage stellen, ob du vielleicht ein Ranking oder irgendwas ähnliches zu den älteren Italo-Western-Filmen mit Clint Eastwood oder zu den Western-Filmen von John Wayne bringen würdest. Sehr, sehr interessant. Vielleicht wird es sehr bald ein Video zu einem Italo-Western geben, sehr bald sogar. Zu welchem möchte ich jetzt nicht sagen. Aber da kommt was. Ranking-Video ist es nicht, aber gerade für Italo-Western habe ich auch eine Schwäche. Ja, deswegen danke für die Frage. So, dann Nutella 0208 fragt mich, wer denkst du würde gewinnen, die Justice League oder die Avengers in Civil War? PS, finde deine Videos immer sehr unterhaltend. Die Justice League, die haben Superman. Punkt. Und wir nehmen jetzt die letzte Frage, okay? Okay, die allerletzte Frage. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Es gab jemanden, der mir eine Frage gestellt hat. Den suche ich jetzt, weil der hat auch unter so viele Kommentare geschrieben. Das habe ich gerade hier festgestellt, während ich hier so rumflippe. Aber ich finde seinen Comment nicht. Und deswegen will ich mir jetzt wirklich die Mühe nehmen, das rauszusuchen. Aber... gerade ist es so ein bisschen schwer, den zu finden. Bei so vielen Kommentaren ist es nicht leicht. Aber vielleicht finde ich den ja noch. Wenn nicht, dann tut mir das fürchterlich leid. Ja, hier ist es. Shadow Trooper. Sehr aktiv, unter anderem Kommentare geschrieben, habe ich auch gesehen. Hier mal meine Fragen und Anregungen. Könntest du bitte mal eine Ridley Scott Filme-Ranking machen? So wie damals bei Tarantino oder Nolan oder irgendwann auch mal Spielberg. Sehr gerne sogar. Ich mag Ridley Scott sehr gerne, obwohl er in letzter Zeit, finde ich, etwas abgenommen hat an Qualität. Trotzdem, Ridley Scott hat ein paar unfassbar unvergessliche, tolle Filme. Gute Anregung. Spielberg wird so schwer sein, seine Filme zu ranken, weil er halt auch alle Genres kann und gut gemacht hat. Das ist wirklich schwer. Ich meine, wahrscheinlich ist der letzte Platz Indiana Jones 4 und danach wird es schwer. Danach wird's wirklich, was ist der beste Spielberg? Komm schon, was ist der beste Spielberg?
Zweitens, eine neue Rubrik Retro-Reviews wäre cool, um die Klassiker, die viele Leute hier wohl leider gar nicht kennen, entsprechend zu würdigen und sie der jungen, jüngeren Generation nahezubringen. Unter anderem mit Filmen wie Lawrence von Arabien, Conan der Barbar, Die Brücke am Kwai, Tora Tora Tora, Akira Kurosawas Ran, Der längste Tag, Schindlers Liste, Jagd auf Roter Oktober, Agenten sterben einsam, Stargate der Film und weiteren, die bereits 25 plus Jahre auf dem Buckel haben. An sich sehr gerne. Ich spreche, gerade probiere ich auch mit dem Lieblingsfilmeformat auch so hier und da Filme hervorzubringen, die vorzustellen, die nicht jeder zwingend auf dem Schirm hat, gerade die jüngere Generation. Generell bin ich sehr offen für sowas. Ich muss schauen, wie es in die Planung mit reinpasst. Generell bin ich immer offen für sowas. Viertens, wäre es cool, künftig auch Genre-Rankings zu machen, Top 15, Top 20 zu sehen, also deine Lieblings-Actionfilme, Abenteuerfilme, Politthriller, Dramen, Antikriegsfilme, Space- und Science-Fiction-Filme, Historien, Monumentalfilme, Animes und Animationsfilme, Sportfilme, Dramen und so weiter. Ja, offen dafür, mehr als offen dafür. Ich muss mal gucken, ob ich sowas mal durchziehe, doch generell bin ich für all diese Ideen mehr als offen. Dadurch hätten wir mehr Abwechslung als die häufig wiederkehrenden Franchises. Da gebe ich dir recht. Ich probiere auch in letzter Zeit hier und da mal was anderes zu machen. Ich weiß, es gibt Core-Themen, die hier auch bleiben werden, aber es kann nicht nur das sein. Da hast du vollkommen recht. Dadurch erweitert sich vielleicht auch der cineastische Horizont der Community und sie bekommen mehr Respekt vor dem Medium Film und dennoch werden in diesen Listen gleichzeitig immer wieder mal beliebte und altbewährte Franchises ihren Platz darin finden. Ansonsten kann ich aber nur sagen, mach weiter so. Danke dir! Und damit beende ich das monatliche Q&A. Es tut mir fürchterlich leid, dass ich nicht alle Fragen rannehmen konnte, doch das Video ist jetzt, wenn ich so auf den Ticker gucke, schon knapp eine halbe Stunde lang. Beim nächsten Mal hoffe ich, dass ich auch andere Fragen noch rannehmen kann. Ich probiere wirklich so viele unterschiedliche Fragen ranzunehmen. Ich danke euch vom ganzen Herzen dafür, dass ihr so fleißig kommentiert habt. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr dieses Video gerade schaut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.